Neuen Reaktionsvideo. Wir schauen uns heute Heiner Flessbeck an. Er beantwortet bei Westend die Frage, kommt die Deindustrialisierung? Ich würde als Vorausschau schon mal sagen, die Deindustrialisierung kommt nicht, sie ist schon da und wir erleben gerade, wie sie in vollem Gange ist und wie die Industrie mehr und mehr aus unserem Land abwandert. Heiner Flessbeck wird uns da jetzt, glaube ich, die Hintergründe genauer erläutern. Wir sitzen hier in großer Hitze in Neu-Isenburg und ich höre gerade in Genf, in der Nähe von Genf ist es nicht anders. Nee, es ist auch sehr heiß. Großer Hitze. Man kann wirtschaftlich nicht von großer Hitze im Augenblick reden, eher von Kühle und Flaute, ist das richtig? Ja, so ist es. Wir haben eine sehr, in ganz Europa, aber besonders in Deutschland nochmal besonders, eine wirklich schlechte wirtschaftliche Entwicklung. Was sich in den offiziellen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt gar nicht so klar zeigt, da haben wir so Stagnation seit 2 Jahren. Aber in der Industrie, wo man wirklich harte Fakten hat, da sieht man seit 2,5 Jahren schon, ist da die Produktion rückläufig und der Auftragseingang rückläufig. Und das ist eigentlich ein Alarmzeichen ohnegleichen. Und ich habe kürzlich geschrieben, in meinen 50 Jahren, in denen ich Konjunktur beobachte, habe ich noch nie erlebt, dass eine Regierung so vollkommen ignorant dagegen. Sie schauen einfach nicht hin, sie reden nicht darüber. Sie tun so, als es müsste jetzt übermorgen geht es wieder aufwärts. Das sagen sie jetzt seit 2 Jahren, es geht übermorgen wieder aufwärts. Und sie tun nichts, sie reden weiter darüber, wie sie noch sparen können, wie sie noch 5 Milliarden irgendwo rauskitzeln können. Also es ist absurdes Theater sozusagen. Also es ist wirklich in höchstem Maße befremdlich, was da vor sich geht. Genau, du sprichst von, das ist aktuell so schwer und so lang. Wenn die Wirtschaft schrumpft, dann muss der Staat eigentlich alles tun, um die Nachfrage wieder anzuregen, damit die Wirtschaft eben wieder wächst. Ist ein relativ einfaches Prinzip, war auch lange Zeit Konsens in der Bundesrepublik. Die Ampel hat diesen Konsens aufgekündigt. Das Einzige, wofür mehr Geld ausgegeben wird, ist Aufrüstung an allen Ecken und Enden, sei es bei Investitionen, sei es bei Geld für Sozialen. Überall muss gespart werden, denn Lindner möchte sich ja unbedingt an die Schuldenbremse halten. Diese Rezession ist wie eben nie zuvor. Ich habe gerade mal geguckt bei der Tagesschau und bei einer Tageszeitung in Berlin, was die gerade so an Nachrichten und Informationen bringen auf ihrer Seite, jetzt also ganz aktuell, 14. August. Es ist dominiert außenpolitische Themen, bitte, kann so sein, aber wirtschaftlich habe ich gar nichts gefunden. Ich habe gar nichts zu diesem Umstand gefunden, dass Deutschland in einer ganz schweren wirtschaftlichen Situation ist. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist die allgemeine Ignoranz. Es darf nicht sein. Was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Und man schaut weg. Und das ist bei den meisten Medien natürlich auch so. Da kommen noch hinzu, manche Medien, das ist vielleicht das Medium in Berlin, das du meinst, sind ganz froh. Man hat den Eindruck, das ist das, was mich am meisten sozusagen erstaunt oder umtreibt, ist, man hat den Eindruck, viele auf der linksgrünen angehauchten Seite irgendwie, Taz und so, die sind so der Meinung, ach, es ist ja eigentlich ganz gut, was jetzt passiert, ist ja eigentlich ganz schön, das ist ja das, was wir wollten. Wir wollten doch, dass es so rückwärts geht, dass es nicht weitergeht und dass wir uns mit dem bescheiden, was wir haben und so. Und deswegen kommt überhaupt keine Panik auf. Ne? Früher wäre Panik aufgekommen, heute kommt keine Panik auf, weil sie alle sagen, ach, so schlecht ist es ja eigentlich nicht, wir leben ja alle noch, wir haben ja alle noch genug zu essen und machen wir doch einfach so weiter. Ich habe gerade in der Taz vor ein paar Tagen einen Kommentar gelesen von einem jungen Mann, der offensichtlich null Ahnung von Ökonomik hat, aber der einfach mal schreibt, ja, was ist... Die Schuldenregel ist ja wirklich gut für die Ökologie. Weil die Taz ist auch vollkommen abgestürzt. Also, die ist mittlerweile auf Ulrike-Hermann-Linie. Also, Ausgaben für Krieg und Aufrüstung, alles ganz, ganz richtig. Aber bei allen anderen Sachen, da sollte man möglichst sparen. Also, auch das 9-Euro-Ticket hat Ulrike Hermann abgelehnt, weil das ja für zu viel Konsum sorge. Und das sei ja schlecht fürs Klima. Das 9-Euro-Ticket wohlgemerkt. Weil da würde man jetzt da eher bremsen und das sei ja sinnvoll und man müsse eher noch mehr bremsen. Wir müssen einfach zurück, wir müssen immer weiter zurück. Das ist eine unendliche Naivität. Ne? Wiederum im Lichte meiner 50 Jahre muss ich sagen, kein Mensch auf dieser Welt weiß, wie man eine Wirtschaft kontrolliert zurückfährt. Es gibt es überhaupt nicht. Es gibt so irre Ideen, aber da setzen sich junge Leute hin in all ihrer unendlichen Naivität und schreiben, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Wir gehen so, manche ja, sagen... Ulrike Hermann hat es ja geschrieben, ihr Vorbild ist die britische Kriegswirtschaft und dort hat man nicht die Wirtschaft allgemein zurückgefahren, sondern die Konsumgüterproduktion, weil man eben mehr Militärgüter produzieren musste. Also das sind tatsächlich die historischen Beispiele, an denen sich die Taz dann orientiert. Wir müssen auf 78 gehen, Frau Hermann sagt es, aber... Danke für das Abonnement, Didi.
manche wollen einfach zurück irgendwo hin. Es gibt kein kontrolliertes Zurück. Es ist ein grandioser Irrtum. Es wird dann Zusammenbrüche geben der Wirtschaft, es wird Panik geben. Und was passiert? Es werden ultrarechte Parteien gewählt, die mit Klima und allem nichts am Hut haben. Und die werden genau das machen, was wir alles nicht wollen. Es ist vollkommen verrückt. Es ist eine Naivität in einem Ausmaß, das ich wirklich für unmöglich gehalten hatte. Ja, wir haben an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, ob es so etwas gibt wie einen qualitativen Fortschritt. Prinzipiell ist der ja möglich, aber dann muss die Politik den eben entsprechend gestalten. Und davon sind wir, glaube ich, weit entfernt. Ist die aktuelle politische Konstellation, die Ampel, die wegen vieler Dinge wahrscheinlich auch zurecht gescholten wird, trägt die Schuld an diesen Dingen? Ach, die Ampel ist eigentlich so belanglos, dass sie, nein, das wäre viel zu viel verlangt. Das kann man ja gar nicht unterstellen. Sie ist so endlich belanglos, dass sie auch nicht mal daran Schuld trägt. Also nein, es ist einfach so, wir haben gar keine Politik, die irgendwo dahin führt, wo diese Leute hinwollen oder wo auch die Regierung hin will. Es kann ja nur globale Politik sein. Ich habe gerade eine neue Statistik, eine sehr schöne Statistik, sehr ausführlich, sehr detailliert gesehen über den internationalen Energieverbrauch und die CO2-Emissionen. Es gibt auf der Welt keine Energiewende. Die CO2-Emissionen gehen so stetig hoch und sind nach dem Schock Corona sind sie mal ein bisschen zurückgegangen, sind 23 wieder stetig hochgegangen. Und es gibt überhaupt keine Wende nirgendwo. Und wenn wir das mal begreifen würden, dass wir nur international, nur global überhaupt. Wir haben doch jetzt die tollen hochmoralischen Grünen in Deutschland. Die haben für keine globale Wende gesorgt. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Den Schritt weiterkommen, mal aufhören würden mit unserem lächerlichen Klein-Klein hier in Deutschland, hier ein bisschen und da ein bisschen und den verfluchen wir, weil er zu viel Energie verbraucht und den anderen beschimpfen wir und irgendwas wollen wir verbieten. Das ist alles Unsinn. Wenn es keinen globalen Plan, keine globale Strategie gibt zur Verringerung der Emissionen und zur Verringerung des Verbrauchs der fossilen Energie, ist alles vollkommen sinnlos. Es ist alles. Ja, absolut. Also das ist ja das, was Heiner Flassbeck schon seit Jahren sagt. Wenn man jetzt sich das Ziel setzt, CO2-Emissionen reduzieren zu wollen, dann braucht es Absprachen zwischen den Hauptkonsumentenländern und den Hauptproduzentenländern. Und das Gute ist, dass wir auf der Produzentenseite ja schon Kartell haben, was sich abspricht, was die Produktion zum Beispiel von Erdöl regelt. Also da müssten sich die Hauptkonsumentenländer von Erdöl beispielsweise, also nehmen wir mal Erdöl als Beispiel, das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Also das wären China, Japan, allgemein ostasiatischen Staaten, Europäische Union. Noch einige große Staaten in Amerika und Südasien. Aber auf jeden Fall, die Hauptkonsumentenländer von Erdöl, die müssten sich zusammenschließen, die müssten sich absprechen, was die gemeinsame Position ist. Und dann müsste man in Verhandlungen mit der OPEC Plus gehen. Also so könnte man das angehen. Aber das wäre halt eine globale Agenda. Die müssten halt vor allem die Hauptkonsumentenländer auf den Tisch legen. Denn die Produzentenländer, wie gesagt, die haben schon Kartell. Also OPEC Plus gibt es ja. Es ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Utopisches, was man sich hier ausdenken muss. Das gibt es. Es gibt globale Absprachen über Rohstoffproduktion. Aber es gibt auf der Konsumentenseite eben keinen Gegenpart dafür. Und wen bräuchte es, wenn man das jetzt wollte? Einer fragt gerade im Chat, wie große Probleme sind CO2 und Klimawandel wirklich? Bin ich jetzt nicht tief genug im Thema drin? Ich glaube, da wird noch viel übertrieben, aber ja, ist jetzt, glaube ich, nicht das wichtigste Thema. Aber wenn man das jetzt als wichtiges Thema ansähe, dann müsste man eigentlich so eine Politik machen. Also dann ist es vollkommen naiv zu glauben, dass wenn man auf nationaler Ebene einfach den CO2-Ausstoß reduziert, dass das dann global irgendwelche großartigen Auswirkungen hat. Alles vollkommen sinnlos. Das wollen die Menschen einfach nicht begreifen. Wir sind nicht allein auf der Welt. Man sieht das in diesem Energy Review auch sehr schön. Und der Verbrauch ist jetzt im Moment vor allem in Asien. Asien geht weiter nach oben. Und wir müssen uns mal überlegen, wie wir die Leute dazu bewegen, nun auch ein bisschen zurückzugehen. Obwohl wir nicht wissen, wie es geht, das Zurückgehen, bringen wir den Asiaten bei, wie sie zurückgehen sollen. Das ist unglaublich. Ja, es ist nicht mehr naiv, es ist verrückt, ist das. Ja, nochmal zur Wirtschaft hierzulande. Also wir treten nicht auf der Stelle, wir haben keine Stagnation, sondern wirtschaftlich schrumpft Deutschland. Welche Mittel gäbe es denn, um das Wachstum oder dieser Rezession zu begegnen? Welche Mittel gäbe es da? Naja, also es gibt ganz viele Mittel. Man muss alles das tun, was in Deutschland sozusagen verboten ist. Ne?
Man muss in der Tat, man bräuchte eine andere Geldpolitik. Wir haben im Moment eine völlig falsche Geldpolitik. Wir haben Stagnation und Rezession und haben relativ hohe Zinsen. Das ist tödlich. Dagegen kann man überhaupt nichts tun. Das müsste als erstes beseitigt werden. Aber dagegen spricht ja die heilige Unabhängigkeit der Zentralbank. Und darüber dürfen wir nicht mal reden. Ne? Jetzt, wo Trump redet darüber und alle sagen, oh Gott, da darf man nicht mal drüber reden. Doch, natürlich darf man drüber reden. Man darf darüber reden, ob eine unabhängige, von der Regierung eingesetzte Institution etwas richtig oder falsch macht. Darüber muss man reden. Man muss offen darüber diskutieren. Das ist doch lächerlich. Man kann nicht eine Institution unabhängig machen und auch noch für heilig erklären, sodass man sie gar nicht kritisieren darf. Das ist wirklich zu viel des Guten. Und dann machen wir falsche Fiskalpolitik. Wir sparen, obwohl es alle Welt versucht zu sparen, alle versuchen zu sparen. Das habe ich ja schon 100 Mal gesagt und das ist auch natürlich ein Kernthema meines Buches. Vor allem ist diese Unabhängigkeit der Zentralbank sowieso eine Illusion. Die ist de facto nicht unabhängig. Also warum sitzt Lagarde denn da? Die sitzt doch gar nicht, weil sie irgendwie die bestgebildete Ökonomin wäre. Die sitzt da, weil Merkel und Macron das hinter den Kulissen ausbaldowert haben, dass sie da sitzen soll. Also Kommissionspräsidentin ist da eine Deutsche geworden und Zentralbankchefin eine Französin. Also das ist doch jetzt, ja, das ist doch jetzt nicht furchtbar kompliziert. Also die Leitung der EZB wird politisch festgelegt, die Leitung der Bundesbank wird politisch festgelegt. Also auch, dass Isabel Schnabel und Joachim Nagel da jetzt sitzen. Und das ist in Deutschland politisch festgelegt, wir haben keine unabhängige Zentralbank. Das ist eine Propagandalüge der Neoliberalen, um ihr Paradigma für heilig zu erklären. Wie Heiner Flassbeck das da gerade gesagt hat, es ist de facto nicht mal so. Also wenn es eine BSW-Regierung gäbe, dann könnte sie Keynesianer in der Bundesbank und auch im EZB-Direktorium einsetzen, zumindest von deutscher Seite, und dann sehen die Entscheidungen, die da getroffen werden, auch anders aus. Es können nicht alle sparen. Es ist vollkommen logisch und möglich, dass alle sparen. Und Bernd schreibt gerade, sie ist eine ideale Puppe. Ja, natürlich. Also da setzt du, ist genauso in der Mindestlohnkommission, da setzt du natürlich Politiker rein. Die SPD hat da an die entscheidende Stelle eine SPD-Politikerin gesetzt. Das ist bei der Zentralbank genauso. Da setzt du eben keine besonders kompetenten Leute hin, die dann irgendwie schlaue Entscheidungen auf Basis der Faktenlage treffen. So funktioniert das nicht. So funktioniert Politik nicht. Du musst da Leute hinsetzen, die ideologisch auf Linie sind, dass sie dann die richtige Politik machen. Kompetenz kommt dann erst an zweiter Stelle. Also es nützen die Leute, die total kompetent sind, aber ihre Kompetenz dazu einsetzen, gegen dich zu arbeiten, um das Gegenteil von dem umzusetzen, was du als Regierung umsetzen willst. Also dann würden sich staatliche Institutionen gegenseitig bekämpfen. So handelt keine Regierung. Und diesen einfach also, also wird ja auch immer, wenn ich Thomas Röper gucke, erzählt, in Russland, da sind Experten an der Macht, also da, beziehungsweise die Minister, das sind Experten auf ihrem Gebiet, ja. Ja, das mag sein, dass die, also dass das Leute sind, die zumindest mehr Ahnung haben als unsere westlichen Politiker. Ist sicherlich auch einfacher, wenn man absolute Mehrheit hat, wenn man in Russland einen vollkommen hegemonialen Block hat, dass man da nicht 4 verschiedene Parteien hat, sondern eine Partei, nämlich Einiges Russland, die da die Posten besetzen kann, aber auch die Minister sind loyal. Auch die russischen Superreichen, die sind loyal. Wenn die nämlich nicht loyal zur Regierung wären, dann wären sie ihren Reichtum sehr schnell los. Hat man ja gesehen. Hat man ja gesehen. Oder sie hätten dann ins Ausland gehen müssen. Also Loyalität ist in der Politik leider wichtiger als Kompetenz. Das kann man jetzt schlecht finden, aber es ist so. Das ist ein Umstand, den wird man auch nicht ändern können. Zusammenhang. Wenn wir den in Deutschland nicht begreifen, wird sowieso, gibt es für Deutschland keine Zukunft. Es gibt auch für Europa keine Zukunft. Ich habe vor ein paar Tagen wieder Herrn Lindner gesehen, durch Zufall in einem schrecklichen Sommerinterview, wo ein völlig unbedarfter... Darauf müssen wir noch reagieren. Darauf freue ich mich schon. Journalist einen noch unbedarfteren Finanzminister ausfragt über irgendein Klein-Klein im Haushalt, ob hier noch 5 Milliardchen zu finden sind oder da noch 5 Milliardchen. Das ist alles vollkommen sinnlos. Darum geht es gar nicht. Es geht um eine ganz große Linie. Es geht darum zu verstehen, wie die fundamentalen Zusammenhänge sind. Und der fundamentale Zusammenhang heißt nun mal, es gibt kein Sparen ohne Schulden. Und wenn wir den nicht begreifen, dann gibt es für Deutschland keine Zukunft. Tut mir leid. Ja, hier ist jetzt immer mal... Naja, keine Zukunft mit funktionierender Wirtschaft zumindest. ...zu lesen, dass Deutschland sich in einer Art Deindustrialisierung befindet. Stimmt das oder ist das Panikmacher? Das ist, das geht viel zu weit. Man nimmt ein, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist tatsächlich aktuell sehr problematisch, dass die Kapazitätsauslastung sinkt in der Industrie. Es verschwinden noch nicht die Kapazitäten, sondern es sinkt die Kapazitätsauslastung. Das nannte man früher Konjunktur, das darf man jetzt auch nicht mehr sagen. Jetzt muss man immer gleich den großen Jahrhunderttrend irgendwo sehen. Das ist nicht kein Jahrhunderttrend, das ist einfach makroökonomische Dummheit, dass man das jetzt nicht auffällt.
Naja, wenn man, also wenn die Kapazitäten lange genug unterausgelastet sind, dann werden sie irgendwann abgebaut. So makroökonomische Dummheit, die über Jahre hin anhält, die ist dann vollbrennt. Und natürlich wird daraus irgendwann Deindustrialisierung. Wenn ich das immer weitermache, wenn ich immer weiter in den Keller gehe, wird daraus Deindustrialisierung. Aber es ist jetzt kein übergeordneter Trend der Deindustrialisierung irgendwo zu sehen. Das ist eine Missinterpretation der Zahlen. Ja. Wobei in einem Bereich, nämlich in der energieintensiven Industrie, ich weiß nicht die gesamte Industrie, aber die energieintensive Industrie, da ist das schon zu beobachten. Also da sind ja durch die explodierenden Energiepreise 20% abgehauen. Mittlerweile sind wir nur noch 15% im Minus im Vergleich zu Anfang 2022. Aber das ist ja schon happig, also was da abgewandert ist. Und das ist halt wegen der hohen Energiepreise abgewandert. Also auch durch eine andere makroökonomische Politik werden davon wahrscheinlich nur Teile zurückzuholen sein. Also da müsste man den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden, wenn man die schnell zurückhaben wollte. Beziehungsweise wenn man deren Abwanderung verhindern wollte, was je länger dieser Zustand andauert, auch immer unwahrscheinlicher wird. Dann springen wir mal ganz kurz nach Amerika. Dort sind ja in keinen 3 Monaten finden dort die Präsidentschaftswahlen statt. Wie, in welchem Zustand zeigt sich die amerikanische Wirtschaft gerade? Ja, die amerikanische Wirtschaft ist immer noch sehr stabil. Meine, wir haben jetzt etwas Anzeichen, dass es langsamer geht, was auch wieder vollkommen klar ist und was unheimlich leicht zu erklären ist. Die Geldpolitik ist auch in den USA relativ restriktiv, viel weniger als bei uns, weil sie durchweg höhere Wachstumsraten haben, viel höhere Wachstumsraten als Europa. Also sie ist aber ein bisschen restriktiv. Und der Staat macht jetzt nicht mehr den großen Push, wie er das zu Anfang der Biden-Administration vor allem gemacht hat, schon weil Wahlen sind und dann die nächste Administration erst entscheidet, wie es weitergeht. Und dann spürt man das sofort und es geht etwas langsamer. Aber wir müssen immer bedenken, die Amerikaner haben immer noch Vollbeschäftigung. Die haben Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenrate liegt auf dem Niveau der 60er Jahre, ne? Davon sind wir unendlich weit entfernt. Wir haben 6,5% in Europa, das ist immer noch ein Skandal. Und in Deutschland sind es jetzt auch 6% gewesen im letzten Monat. Also die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland auch übrigens jeden Monat um 20.000. Die Zahl In Deutschland steigt sie und in Italien beispielsweise, da ist sie gesunken, deutlich gesunken. In Griechenland jetzt auch. Also in all diesen Problemländern in der Eurokrise, da ist die Arbeitslosigkeit jetzt, wo die Schuldenregeln plötzlich nicht mehr galten für ein paar Jahre wegen Corona, da ist die Arbeitslosigkeit deutlich, deutlich zurückgegangen. Also da sieht man mal, was für einen Schaden der Vertrag von Maastricht anrichtet. Das hatten Jan und ich, glaube ich, auch mal in unserem Wirtschaftstalk, da haben wir Wachstumsraten aus USA und Europa verglichen. Der wirklich einzige große relevante Unterschied, den es gibt, der da wirklich relevant eine Rolle spielen kann, ist die Fiskalpolitik. Die USA machen Schulden, wir hier in der Eurozone machen es nicht. Deswegen stehen die USA besser da. Es ist tatsächlich so einfach. Die Staaten hier setzen auf Sparpolitik. Das schadet der Binnenwirtschaft. Das hilft der Exportindustrie, wenn überhaupt, nur sehr wenig. Also haben jetzt zwar einen Leistungsbilanzüberschuss in der Eurozone, aber was ist der Wert, wenn die Wirtschaft nicht wächst? Also das kann die Verluste auf dem Binnenmarkt nicht wieder ausgleichen. Also die USA, die machen Schulden, deswegen wächst die Wirtschaft da. Wir machen keine oder wir versuchen keine Schulden zu machen. Natürlich machen die Eurozonenländer auch Schulden. Wenn die Unternehmen sparen, müssen die Staaten Schulden machen. Ganz egal, was in ko irgendwelchen komischen Verträgen steht. Papier ist geduldig. Wenn die Realität dem entgegensteht, wird sich da auch nicht dran gehalten. Aber allein dieser Versuch, keine Schulden zu machen, hat zu einem extrem geringen Wachstum geführt. Und jetzt, wo die Regeln mal ein paar Jahre nicht galten, wächst die Wirtschaft überall in Italien, in Griechenland sehr, sehr stark. Zahl der offenen Stellen fällt um 10.000. Das nimmt auch niemand zur Kenntnis. Irgendwie wird das, steht es mal in der Presse, aber dann, es nimmt niemand zur Kenntnis wirklich und es wird nicht darüber geredet. Vielleicht haben wir übernächsten Monat 50.000 Arbeitslose pro Monat mehr. Also dass die Gefahr ist jedenfalls ungeheuer groß, dass es auch mal so eine Wirtschaft mal abbricht und richtig nach unten rauscht. Das sieht einfach keiner. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gibt es in Berlin keinen einzigen Menschen, der ein bisschen Erfahrung hat mit Konjunkturzyklen, mit wirtschaftlicher Dynamik oder so. Und sie sind einfach unendlich, ja, naiv oder nennen wir es dumm, ist egal. Ja, ich kenne jemanden in Berlin, der das doch kapiert, der arbeitet für die SPD-Fraktion. Ich glaube, den kennst du auch. Gut. Ich überlege, arbeitet Patrick Kaczmarczyk bei der SPD oder? Ich bin gerade am Überlegen. Also der war ja bei Westend auch schon des Häufigeren oder zumindest einmal zu Gast. Ich weiß nicht, ob er häufiger zu Gast war. Aber wen meint er hier gerade? Ihr könnt es ja mal in den Chat schreiben. Eine Frage wäre noch, die beiden Administrationen, haben die jetzt wirtschaftlich etwas komplett anders gemacht als
die Administration Trump in seiner ersten Legislatur, oder lief die Wirtschaft mehr oder weniger im Hintergrund und man hat auf große außenpolitische Themen eher ihre Seite? Nein, die haben beide unendlich viel Geld ausgegeben. Die haben beide, bei beiden Regierungen hat der Staat massiv neue Schulden gemacht. Aha. Und das ist aber auch unumgänglich, wie schon oft erklärt. Es ist unumgänglich, weil irgendeiner muss Schulden machen. Und in den USA, die haben nun mal ein Leistungsbilanzdefizit, da macht nicht das Ausland Schulden, wie in Deutschland. Deutschland hat ja einen riesigen Überschuss immer noch. Da macht das Ausland die Schulden, also in den USA geht das nicht. Da müssen die im Inland irgendeiner mal Schulden machen und da die Unternehmen in den USA sich auch, selbst bei niedrigen Zinsen vor dieser kurzen Hochzinsphase, sich weigern, Schulden zu machen, per Saldo Schulden zu machen, leben wir in einer Welt, in der der Staat die Schulden machen muss. Sonst geht es nicht. Sonst geht es bergab und glatt in die Katastrophe. Ja. Haben wir hier in Europa eine Volkswirtschaft, die einigermaßen gut mit den sonstigen Verwerfungen klarkommt, die vernünftig handeln, die eine vernünftige Politik machen? Wen sehen Sie da in Europa? Nein, in Europa ist nichts. Es gibt einige Volkswirtschaften, die ganz gut dastehen, die besser dastehen. Das sind alles die, die Überschüsse haben, die Leistungsbilanzüberschüsse haben. Ne? Die Schweiz. Russland? Könnte man jetzt sagen. Russland macht eine vernünftigere makroökonomische Politik, weil sie gerade Krieg haben. Deswegen muss Russland Geld ausgeben für die Kriegswirtschaft. Es ist zweifelhaft, ob das von Dauer sein wird, wenn der Krieg irgendwann endet. Ob Russland da nicht wieder auf Sparpolitik setzen wird, was es ja die letzten 2 Jahrzehnte unter Putins Herrschaft gemacht hat, weswegen die Wachstumsraten in Russland auch so gering waren. Schweiz, Niederlande. Oder verhältnismäßig gering waren für so ein großes Schwellenland, was eigentlich ziemlich günstige Voraussetzungen hätte, zu den Westeuropäern aufzuschließen, vom Lebensstandard her. Deutschland bis vor ein paar Jahren stand ja auch relativ gut da im Vergleich zu den anderen. Warum? Nur, weil sie Leistungsbilanzüberschüsse haben. Aber es können nun mal nicht alle Leistungsbilanzüberschüsse machen. Und Europa insgesamt kann auch keinen Leistungsbilanzüberschuss machen. Man stelle sich mal vor, Trump kommt jetzt an die Regierung und Europa erhöht seinen, Europa hat ja schon einen Leistungsbilanzüberschuss, aber würde den noch dramatisch erhöhen, so wie Deutschland. Ja, dann wäre die Hölle los. Dann haben wir Handelskrieg auf dieser Welt und dann werden die Grenzen dicht gemacht. Also es ist eine völlig absurde Idee. Aber es ist eben auch so, auch in Brüssel gibt es niemand offensichtlich, es gibt niemanden offensichtlich, der wirklich eine Idee hat, wie man Wirtschaftspolitik zu betreiben hat. Die EZB ist schwach, Frau Lagarde ist leider die falsche Person an der Spitze der EZB und in Brüssel gibt es niemanden so. In Berlin gibt es niemanden und in diesem Vakuum leben wir. Und dieses Vakuum wird, wie gesagt, politisch ganz ungeheuer negative Folgen haben. Es hat ja schon negative Folgen, man braucht nur auf die Europawahl gucken. Man wird es jetzt in den Landtagswahlen sehen. Die AfD, die eine furchtbare Partei ist, die extrem neoliberal ist und überhaupt keine wirtschaftspolitischen Ideen hat, wird aber reüssieren. Nicht, weil sie irgendwie ein überzeugendes Programm hätte, sondern weil die Leute einfach frustriert sind, weil sie einfach sehen, da sind irgendwie eine Laienscheiß an der Regierung und das kann nicht so weitergehen. Ja, jetzt klangen einige ganz prinzipielle wirtschaftliche Dinge an, die du nicht müde wirst, schon seit vielen Jahren versuchst zu vermitteln. Ganz wunderbar zusammengefasst sind sie in dem neuen Buch Grundlagen einer relevanten Ökonomie. Ich darf das jetzt mal, alle Zuschauer mögen uns das verzeihen, hier einfach mal so hin. Es erscheint in wenigen Tagen. Lieber Heiner, was ist das Besondere an diesem Wirtschaftsbuch? Ja, es ist eine Verbindung von Empirie und Logik, die es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Also diejenigen meiner Kollegen, die, sagen wir mal, Ideen hatten, die meinen ähnlich waren, hatten leider nicht die Möglichkeit, ich spreche von Herrn Keynes oder so, die hatten leider nicht die Möglichkeit, so schöne Zeitreihen zu entwickeln und aufzubauen, wie das ins Buch geschehen ist. Ja. Also zu Keynes Zeit, da gab es ja das BIP, glaube ich, noch nicht mal. Also wurde da noch nicht mal berechnet. Also da hat man heute wird ja fast alles gemessen. Also heute hat man so schöne Statistiken. Das ist dann die große Schwäche an älteren keynesianischen Theoretikern, dass sie halt diese Möglichkeiten gar nicht hatten. Dank, muss ich dazu sagen, dank Friederike Spieker, die da ganz ungeheuer viel geleistet hat. Und insofern ist es wirklich eine einmalige Kombination. Aber es ist eben auch theoretisch der Nachweis, dass die Kernelemente der neoliberalen, neoklassischen Lehre sind falsch, sie sind grundlegend falsch. Und das gesamte Konzept der Ökonomik, der bisherigen Ökonomik, der in meinen Augen irrelevanten Ökonomik, nämlich auf Märkte zu schauen, fast ausschließlich auf Märkte zu schauen und auf das Gleichgewichtsverhalten oder darauf zu schauen, ob Märkte Gleichgewichte bilden oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es geht nicht um Märkte, sondern es geht um dynamische Verläufe in der Wirtschaft und es geht darum, die zu erklären. Und der einzige Versuch, der bisher gemacht wurde, die zu erklären, das ist der von Herrn Schumpeter, der ist leider schon vor 100 Jahren passiert und ist vollkommen untergegangen. Deswegen darf er bei mir wieder auferstehen, der gute Schumpeter.
in einer prominenten Rolle. Genau, das ist nämlich ein Punkt. Schumpeter ist wichtiger als Keynes, heißt es im zweiten Kapitel. Das verwundert insofern, als mit deinem Namen Keynes irgendwie stetig verbunden ist und du stößt ihn jetzt quasi vom Thron oder setzt ihn von der ersten Stufe auf die zweite. Ist ja auch noch gut. Ist ja auch noch gut. Silber ist ja auch nicht schlecht. Was genau hat Schumpeter anders oder besser oder macht Schumpeter anders? Der Keynes. Keynes war immer noch so dem Gleichgewichtsdenken verhaftet. Er hat ja dann, man hat ja nach der Keynesianischen Revolution gesagt, man hat jetzt ein Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung. Das ist genauso falsch wie ein Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung. Es gibt kein Gleichgewicht. Es gibt weder ein Unterbeschäftigungsgleichgewicht noch ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht. Es gibt immer nur dynamische Prozesse, die aus sich heraus immer wieder sozusagen zerstört werden. Und genauso wenig wie in der Natur. Da glauben ja auch viele, es gibt Gleichgewicht. Nein, es ist alles Evolution. Es gibt kein wirkliches Gleichgewicht. Bernd, du verwechselst da gerade was. Du hast gerade geschrieben, Schumpeter wird doch bloß gelobt, weil er von Marx aufgegriffen wurde. Andersrum. Schumpeter hat ein paar Ideen von Marx, die Marx auch im Kapital, ich glaube im ersten Band war das, nur ganz am Rande erwähnt. Die hat Schumpeter weitergedacht und dann in eigenen Werken ausgeführt. Ich habe Schumpeter leider noch nicht im Original gelesen, leider nur Sekundärliteratur. Also bin ich gespannt, was Heiner Flassbeck dazu schreibt. Ich werde mir, wie gesagt, das Buch holen, was er hier neu rausgebracht hat. Nichts ruht, nichts steht, sondern es bewegt sich immer irgendwie weiter. Und so ist das in der Wirtschaft auch. Und das erkannt zu haben, ist wahrscheinlich Schumpeter der Allereinzigste. Und das ist eine besondere Leistung. Ja, was ich vielleicht jetzt noch kurz herausheben möchte, ist, wir sprachen eben in Teilen davon. Kapitel 6, der internationale Handel, wird von absoluten Vor- und Nachteilen bestimmt. Es gibt keine komparativen Vorteile. Was bedeutet das für Länder, die aufholen müssen oder wollen? Ja, das ist auch so eine heilige Kuh der Ökonomen. Seit über 200 Jahren behaupten sie, es gäbe so etwas wie komparative Vorteile. Also das heißt, ein Land, ein Entwicklungsland, nehmen wir mal, hat absolute Nachteile in der Produktion fast aller Güter oder aller Güter. Und dann gibt es doch die Gnade sozusagen der Industrieländer, die ihnen ein paar Dinge überlassen, die sie selbst zwar auch besser herstellen können als das Entwicklungsland, aber weil sie einfach keine Zeit mehr haben, das noch zu machen, schieben sie das dem Entwicklungsland drüber. Das ist ein vollkommener Unfug. Ne? Es gibt überhaupt keine Begrenzung. Wenn der Westen absolute oder der Norden, Westen absolute Vorteile hat, dann nutzt er die aus. Und wenn er keine Kapazitäten mehr hat, dann baut er neue. Ne? Also das Beispiel ist immer so, das Beispiel eines Chefs, der völlig überlastet ist und zwar alles besser kann als seine Mitarbeiter, aber am Ende doch ein bisschen was abgibt, weil er einfach 24 Stunden der Tag hat und er nicht. Du merkst, das Modell von komparativen Vorteilen, das ist in der Mikroökonomie sicherlich sinnvoll und findet viele Anwendungsmöglichkeiten, aber eben nicht in der Makroökonomie, wo man schlichtweg neue Kapazitäten bauen kann, wenn die alten Kapazitäten ausgelastet sind. Nicht dauernd arbeiten kann. Dieses Bild zu übertragen auf Länder, auf Entwicklungsländer, auf dynamische Entwicklung ist absolut unverantwortlich. Man hat den Entwicklungsländern vorgegaukelt, wenn ihr eine Produktion habt und die jetzt aufgibt, dann entsteht sozusagen wupp, aus dem Nichts eine neue, irgendwo fällt eine neue vom Himmel. Und das hat ganze Länder systematisch verarmt. Haiti ist ein schöner Fall, den auch einer deiner Autoren, Jean Feder, immer hervorgehoben hat. Haiti ist ein solcher Fall. Die haben Baumwollproduktion aufgegeben, die USA haben sie übernommen und haben gehofft, jetzt kommt, jetzt muss ja irgendwas kommen. Es kam nichts. Ne? Es kommt einfach nichts, es kommt Armut. Und das ist zum Beispiel, also das ist ein der gravierendste Fall vielleicht, des Versagens der herrschenden Ökonomik, dass sie den Entwicklungsländern eingeredet hat, ihr müsst nur warten, der gute Markt wird euch schon irgendetwas liefern, es fällt euch sozusagen automatisch zu, dass ihr wieder vollbeschäftigt seid und noch aufholen könnt. Das ist alles Unsinn, das ist alles vollkommener Unsinn. Ja. Hier gilt dann aber wieder Keynes, der gesagt hat, auf lange Sicht sind wir alle tot. Also wir können nicht so lange warten, bis irgendwann. Ja, nee, warten können wir überhaupt nicht. Ich höre so ein bisschen raus, und das ist, glaube ich, auch ein großes Reizthema, Freihandel. Diesen Ländern würde es gut tun, wenn sie über gewisse Zölle auch nachdenken. Also im Land produzieren und dann vor wenig Angeboten aus dem Ausland. Das ist auch so eine heilige Kuh, die man nicht anrühren darf. Freihandel ist, ja, das ist ein absolutes Tabu. Es ist ein absolutes Tabu, überhaupt darüber zu reden. Natürlich, aber es ist so. Entwicklungsländer müssen Bereiche haben, wo sie absolute Vorteile haben. Ne? Sie können diese absoluten Vorteile auf verschiedenen Wegen bekommen. China hat die vor allem dadurch bekommen, dass es westliche Technologie angesogen hat und die dann mit niedrigen chinesischen Löhnen verbunden hat. Dadurch gab es riesige absolute Vorteile, die aber vor allem den westlichen Firmen zunächst zugute kamen, aber die dennoch dafür gesorgt haben, dass in China Produktionskapazitäten entstanden sind, ne? Die und Einkommen entstanden sind für die Chinesen. Das ist ein Weg. Die Japaner haben China hat ja nicht auf komplett freie Marktwirtschaft gesetzt. China hat zu den Firmen ja nicht gesagt, investiert und die Gewinne, die könnte alle abziehen. China hat die Firmen einerseits dazu gezwungen, die Löhne mitzuerhöhen und andererseits hat China beispielsweise eine Joint-Venture-Pflicht gehabt. Also die Unternehmen mussten sich dann mit dem chinesischen Unternehmen
zusammenschließen, was einerseits Technologietransfer und andererseits ein Verbleiben zumindest von einem Teil der Gewinne in China zur Folge hatte. Was anders gemacht, da hat der Staat eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass die Technologie ins Land kommt. Der hat die sozusagen reingekauft und hat sie an seine Unternehmen weitergegeben. Und das ist auch ein Weg. Aber das sind immer absolute Vorteile. Es gibt niemals, gab es komparative Vorteile. Es gibt kein Land der Welt, das auf der Basis komparativer Vorteile reüssiert hätte oder etwas erreicht hätte. Ja, dann muss ich noch mit einem weiteren Punkt dich quälen. Inflation. Wir haben ja vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder 3 Jahren eine sehr hohe Inflations, wie sagt man, Quote gehabt. Und da war von deiner Seite aus zu hören, nein, es ist nicht richtig, es sind Preiserhöhungen. Bitte da mal kurz noch etwas zu sagen, weil das ist, glaube ich, auch so ein unausrottbares Fehl, eine unausrottbare Fehl. Ja, das ist eine falsche Theorie wieder. Das ist eine völlig unangemessene Theorie, nämlich diese, dass Inflation von der Geldmenge kommt, dass Inflation etwas mit Geldmengenausweitung zu tun hat. Ich meine, es haben ja, als die Preissteigerung kam vor 2, 3 Jahren, haben ja viele Ökonomen gesagt, Herr Sinn und andere, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Ne? Jetzt bleibt, jetzt haben wir das. Jetzt ist sozusagen der berühmte Ketchup-Flasche. Jetzt ist das Ketchup aus der Flasche raus, sagt der Sinn immer. Und wenn es mal heraus ist, ist es nicht mehr, dann ist es einfach da, dann haben wir Inflation. Das war alles vollkommen falsch. Ne? Das war vollkommen falsch und es war, ich habe es ja beliebig oft vorhergesagt, es war eine Geschichte, die absolut temporär war, 1 Jahr, 1,5 Jahre. Jetzt gibt es keine Inflation mehr, dann war das alles zu Ende, weil es waren einmalige Preissteigerungsraten, es waren immer temporäre Effekte. Nur man sieht daran, wie schwach die Ökonomen sind, wie wenig erkenntnisfähig die Ökonomen sind, weil sie in einem völlig falschen System drinstecken. Sowas zu erkennen, dass es ein temporärer Effekt ist und dass die Geldpolitik eigentlich gar nichts tun muss dagegen, sondern dass sich das wieder von alleine auswächst. In China und Japan hat die Geldpolitik übrigens nichts dagegen getan. In China wurden die Zinsen, glaube ich, sogar ein bisschen gesenkt. Und in China und Japan ist die Inflation auch nicht dauerhaft gestiegen. Also die EZB hätte nichts tun müssen und die Inflation wäre genauso zurückgegangen, aber gleichzeitig hätte sie nicht so einen riesigen Schaden angerichtet. Gleichzeitig wären die Zinsen für Kredite nicht so gestiegen. Gleichzeitig wären die Investitionen nicht so eingebrochen. Gleichzeitig hätte sich beispielsweise in Deutschland nicht der Wohnungsbau mal eben halbiert. Also die EZB richtet einen riesigen Kollateralschaden an für nichts. Also unsere Wirtschaft, die wird gerade deindustrialisiert, auch weil eine Zentralbank vollkommen irrational gehandelt hat, hier vollkommen entgegen den Interessen der Bevölkerung gehandelt hat, viel zu hohe Zinsen eingeführt hat, für nichts, aus keinem rationalen Grund. Das war einfach nur, die Inflation war hoch, Hilfe, jetzt müssen wir die Zinsen erhöhen. Also ja, und man sieht am Verhalten anderer Notenbanken, dass man das nicht hätte tun müssen. Die japanische Notenbank hat gesagt, das Ganze ist temporär. Die Produzentenpreise, die gehen auch schon wieder zurück. Warum sollen wir die Zinsen erhöhen? Und Japan hat die Zinsen nicht erhöht. Die Inflation ist da auch ein bisschen gestiegen. Dann ist sie wieder zurückgegangen. Die Inflation war da sogar durchgängig niedriger als hier in der Eurozone. Also man hätte diese Zinserhöhung niemals durchführen müssen. Wir stünden nicht schlechter da, wir stünden wesentlich besser da ohne diese Zinserhöhungen. Und dafür müsste jetzt endlich mal politisch jemand Verantwortung übernehmen. Also eigentlich müssten Lagarde, Nagel, Schnabel, die ganzen, die da oben in der EZB sitzen, die müssten zurücktreten. Zumindest alle, die die Zinserhöhung unterstützt haben. Aber es passiert nichts. Also ist ja mit der gesamten Politik so. Also kein Politiker übernimmt ja Verantwortung für seine Fehlentscheidungen. Das hätten in einer normalen Wissenschaft, ach, das ist ja keine nichts Besonderes, keine besondere, braucht man keine Superintelligenz zu. Das ist leicht zu erkennen. Das hätten in einer normalen Wissenschaft 80-90% aller Fachleute hätten das vorhersagen müssen. Ich war, glaube ich, der Einzige oder so. Es waren, weiß nicht, waren ganz wenige jedenfalls, die gesagt haben, fürchtet euch nicht. Ich kann mich noch an Marcel Fratscher erinnern, der hat zuerst gesagt, das ist alles temporär. Dann, es hatte sich von der Faktenlage her nichts geändert. Da hat Marcel Fratscher bei uns gesagt, ja, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, die ist dauerhaft. Wir haben Effekte, die über Jahrzehnte gehen. Also das Einzige, was sich geändert hat, war das Verhalten der Zentralbank und war der mediale Diskurs. Also da sieht man auch sehr schön, wie opportunistisch da manche Ökonomen drauf sind, dass denen die Datenlage vollkommen egal ist. Ich meine, Marcel Fratscher hat sich dann stabil zur richtigen Zeit umentschieden. Also gerade, wo er mit dieser Prognose ist, es temporär recht gehabt hätte, hätte er einfach nur dabei bleiben müssen und er wäre jetzt der große Prognostiker, hätte er jetzt da gestanden. Aber so hat er sich halt blamiert. Aber er hat sich halt genauso blamiert wie alle anderen Ökonomen. Deswegen lastet ihm das auch niemand negativ an. Also auf Flassbeck wurde ja die ganze Zeit geschimpft. Warum prognostiziert er hier, dass die Preise wieder zurückgehen werden, beziehungsweise dass die Inflationsrate zurückgehen wird? Also Preise sind auch in einigen Bereichen sogar wieder zurückgegangen.
Aber warum prognostiziert der Flassbeck das? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch eine Inflationsrate von knapp 10%. Da kann man sowas doch nicht prognostizieren. Und die Geldmenge ist so stark gestiegen. Und ja, Flassbeck hatte recht am Ende. Und die ganzen anderen Ökonomen, die was anderes erzählt hatten nicht recht. Nicht, da passiert jetzt nichts. Aber, und das ist aber wieder typisch. Ich habe ja auch die 70er Jahre erlebt, wo wir das Gleiche hatten. Und da haben die Ökonomen genau die gleichen Fehler gemacht wie diesmal. Aber sie lernen nicht mal daraus. Ne? Sie lernen nicht mal daraus. Sie fallen unmittelbar nach wieder in ihre Scheinwelt, in ihr Glasperlenspiel, sage ich ja immer, in ihre Kunstwelt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und natürlich können sie da nichts lernen. Ne? Sie lernen nichts daraus, weil sie immer wieder in diese Scheintheorie hineingehen, die überhaupt keine Relevanz hat. Es gibt einige Leute, die wirst du in deinem Umfeld auch haben, die sagen, ja, aber dies ist so teuer geworden und jenes ist so teuer geworden. Handelt es sich bei dieser subjektiven Wahrnehmung um ja, um eine Inflationsgeschichte in gewisser Weise ist es, also in der Tendenz haben wir ja, glaube ich, 1,9 ist, glaube ich, immer noch die Zielinflations- oder Nein, 2% inzwischen. Das sind 2%? jetzt ganz fortschrittlich, das sind 2%. Ist Nein, aber nein, natürlich ist es teurer geworden. Inflation heißt ja nicht, dass die Preise wieder zurückgehen, oder dass keine Inflation mehr da ist. Das heißt nicht, dass die Preise zurückgehen. Nein, die Preise gehen nicht zurück, sondern steigen jetzt ganz wenig um 2% noch. Und das ist das, was wir für normal halten, aus vielen Gründen, die wir jetzt nicht erörtern müssen. Natürlich ist einiges teurer geworden, klar, weil wir Schocks hatten, weil wir Schocks auf der Welt hatten, die nicht sich vollständig wieder zurückgedreht haben. Ich meine, der Ölpreis ist wieder da, wo er vorher war. Der Gaspreis, glaube ich, noch nicht ganz. Und so gibt es einige Dinge, die sind einfach teurer geworden. Und dazwischen sind auch die Löhne ein bisschen gestiegen, was auch völlig in Ordnung war. Und das hat natürlich jetzt auch die Dienstleistungen zum Beispiel etwas verteuert. Aber das ist auch völlig unproblematisch. Die Löhne sind ja schon wieder auf dem Rückzug sozusagen. Die sinken nicht, aber die steigen jetzt natürlich viel weniger, als sie vor 2 Jahren gestiegen sind. Ja, da hast du mir jetzt ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, denn ich wollte gerade sagen, zu der Inflation und zu dieser Wahrnehmung, dass alles teuer wird, gehört ja zwangsläufig die Löhne. Und ich weiß nicht, ob ich die falschen Medien lese oder gucke oder was. Ich höre einfach von der SPD nichts, von der Linken nichts, zu dieser, doch von den Gewerkschaften überhaupt. Also, oder ist das, mache ich was falsch? Sind die Forderungen auf dem Tisch und ich kriege sie nicht mit? Das ist doch, Nein, die Gewerkschaften. Lohnsteigerung ist so ein Thema, gell? Ja, die Gewerkschaften sind wieder sozusagen auf Normalmaß zurückgeschrumpft. Die sind wieder da, wo sie vorher waren. Man muss ja erstmal noch ein bisschen größere Perspektive einschalten, was ich auch in dem Buch tue. Wenn man anschaut, die letzten 13, 14 Jahre, dann muss man sagen, haben die deutschen Gewerkschaften, oder 20 Jahre, haben die deutschen Gewerkschaften 20 Jahre lang zu niedrige Löhne abgeschlossen. Ne? Und in ganz Europa waren die letzten 10 Jahre auch die Löhne deutlich zu niedrig. Ne? Die Abschlüsse waren zu niedrig. Als dann jetzt dieser Preisschub kam, dann sind plötzlich die Gewerkschaften aufgewacht und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir und tun wir. Sie haben dann auch ein bisschen was erreicht. Aber sie gehen jetzt ganz schnell wieder auf Normalmaß und das ist eben genau falsch. Es muss permanent dafür gesorgt werden, dass die Kaufkraft der Arbeitnehmer mit der Produktivität steigt. Und wir müssen dafür sorgen, dass es überhaupt Produktivität gibt, ne? Dass wir Investitionen haben. Denn nur Investitionen bringen Produktivität. Und dieser ganze Zusammenhang funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht, weil wir die Wirtschaft so vor sich hinlaufen lassen. Nachfrage ist schwach, die Kapazitätsauslastung sinkt, investiert wird schon gar nicht. Und auf diese Weise kann es niemals funktionieren. Und wie gesagt, auch für das Klima ist das überhaupt nicht hilfreich. Ja, dann sage ich an dieser Stelle danke für das Interview und für das tolle Buch. Ich möchte nochmal herausheben, das ging, glaube ich, vielleicht etwas unter vorhin. Das Besondere an dem Buch ist eben diese Kombination aus Empirie und Logik. Es geht hier nicht um irgendwelche Modelle und Chi-Quadratabweichungen, sondern auch die Volkswirtschaften früher oder die Ökonomie früher oder auch immer noch gerne in irgendwelchen Modellen zeigt, sondern das Buch hält sich an das, was zu beobachten war, mehr oder weniger die letzten 100 Jahre. Genau. Sagen wir, leitet daraus ganz konkrete und wichtige ja. Ganz herzlichen Dank nach Genf. Gerne. Ich komme bald wieder in den Tschüss. Bekocht. Okay. Das Buch ist unterwegs. Lieben Dank. Gut, alles klar. Gut, Tschüss. tschüss. Das war interessant. Also, ich muss sagen, ich kenne diese ganzen Punkte von Heiner Flassbeck schon. Das war jetzt eine Zusammenfassung dessen, was er sonst auch immer erzählt hat. Aber ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir da jetzt mal im Twitch-Stream drauf reagiert haben. In dem Sinne werde ich mir das Buch auf jeden Fall kaufen, aber das ist leider ein Lehrbuch und deswegen sehr teuer. Das heißt, leider ein Lehrbuch ist gut, dass er das in Lehrbuchform aufgeschrieben hat, aber das sorgt eben dafür, dass der Preis relativ hoch ist und deswegen ist es für den Normalbürger wohl wahrscheinlich nichts. Ich hoffe, dass das an einigen Unis von einigen Dozenten mal eingeführt wird. Also Lehrbücher kann sich ja jeder Dozent selber aussuchen in seinem Kurs. Also hoffe ich, dass da mal einige Makrodozenten auf die Idee kommen, sich das Lehrbuch von Heiner Flassbeck zu holen und nicht immer Blanchard und Illing. Also das
Bleibt zu hoffen, ich halte es für unwahrscheinlich, da die meisten Dozenten da wahrscheinlich politischen Probleme mit haben oder aus anderen Gründen nicht mögen oder man halt überall den gleichen Standardstoff lernen muss aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, also sonderlich viel lernt man in den Makromodulen jetzt echt nicht. Da wäre dieses Buch eine echte Bereicherung. Ich hoffe deswegen auf jeden Fall, dass es an den Unis häufiger Verwendung findet. Aber bin da, glaube ich, eher pessimistisch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.